Ann-Kathrin, 32, plaudert aus dem Nähkästchen. Die Influencerin und Mario Götze, 30, gehen seit über 10 Jahren gemeinsam durchs Leben, davon sind sie schon 4 verheiratet. 2020 begrüßten der Fußballer und das Model ihren Sohn Rom, 2, auf der Welt, seitdem hält der Kleine die beiden auf Trab. Doch ähnelt Rom mehr seiner Mama oder seinem Papa? Das verriet Ann-Kathrin nun exklusiv gegenüber Promiflash. Diese Woche besuchte das Model die Berlin Fashion Week. Während Marc-Heinz Modenschau kam die Spielerfrau gegenüber Promiflash auf ihren kleinen Jungen zu sprechen. Lässt sich bei Rom schon feststellen, ob er eher das Kickertalent von seinem Vater oder die Fotogenität seiner Mama geerbt hat? Das weiß man noch nicht. Das, was er werden möchte, plauderte die 32-Jährige aus und stellte eine Vermutung auf, er malt gerne, vielleicht wird er Künstler, wer weiß. Ganz egal, was der Zweijährige später einmal werden wird, eines ist sicher, er wächst durch seine Eltern im Rampenlicht auf. Davon bekomme der kleine Mann allerdings noch nichts mit, denn er sei laut seiner Mama noch nicht alt genug, um das verstehen zu können. Er guckt nur manchmal komisch bei seinem Papa, weil der auf der Straße sehr oft angesprochen wird und Fotos gemacht werden, erzählte Ann-Kathrin.